so, hallo und herzlich willkommen im Wald. Hab mein Feuerchen schon angezündet. Der Fairness halber muss ich sagen, ich habe bei mir im Keller noch das hier gefunden. So tolle Grillanzünder, Öko-Grillanzünder. Ich hatte, als ich klein war, mal so eine Phase, in der ich mit allen möglichen Grillanzündern, allen möglichen Dingen, die gut brennen, halt ein bisschen rumgezünselt habe. Und die hier sind übrig geblieben, weil mir die nicht gut genug gebrannt haben. Diese chemischen Grillanzünder, die es auch noch gibt, die fand ich viel toller. Die konnte man sich auf die Messerspitze stecken und damit in irgendwelchen Höhlen rumkriechen und da die Höhle ausleuchten und die Wände verrußen und so weiter und so fort. Also das war erheblich cooler als diese blöden Öko-Grillanzünder. Zum Feuer machen eignen sie sich natürlich trotzdem. Und interessanterweise sind die immer noch haltbar, obwohl die bestimmt 20 Jahre alt sind. Das könnte wirklich hinkommen mit den 20 Jahren. Jo, aber ich mache mir jetzt Folgendes. Einfach hier ein Feuerchen, bis ich ordentlich Glut habe. Ich habe eh Lust, ein bisschen Feuer zu betreiben. Also ich werde jetzt hier einen schönen Gluthaufen erzeugen mit dem Feuerle. Und da stelle ich dann einfach die Dose im geöffneten Zustand rein und möchte einfach mal gucken, funktioniert das? Wird das warm? Geht dann alles drüber hinaus? Weil die sind ja immer randvoll, diese Döschen. Kann man das einigermaßen praktikabel machen? Sollte ich feststellen, dass das deswegen nicht geht, weil halt eben doch alles über die Dose hinaus zu gehen droht, wenn ich dann noch versuche, dann rumzurühren, dann mache ich mir einfach halt zwei, drei Löffelchen in meine Tasse und habe das dann rausgenommen. Blöd ist halt natürlich, wenn man dann in der Natur nur so eine Dose hat, dann hat man ja kein Gefäß, wo man ein bisschen was vom Inhalt der Dose zwischenlagern kann. Das müsste man dann halt entweder kalt rausfuttern, das geht ja auch, oder man legt sich halt auf irgendeinen natürlichen Teller, Stück Rinde oder was. Wobei, also ganz ehrlich, so ein feuchtes Ding wie Currywurst möchte ich jetzt eigentlich ungern auf ein Stück Rinde zwischenlagern. Kann man aber sicherlich auch machen. Das ist nur so meine Überlegung. Ich denke, rausfuttern wäre die beste Lösung. Und das Video möchte ich wirklich kurz halten. Es geht ja nur darum, dass man eine Dose in die Glut stellt und gucken, ob es heiß wird. Deswegen mache ich jetzt einen Schnitt, bis ich entsprechend Glut habe. Großer wird das Feuer übrigens nicht, wie immer ein ordnungsgemäß sehr kleines Feuer. Ich weiß, ich propagiere immer, dass man einen großen, laubfreien Platz fest freischarren sollte, um ein Feuerle zu machen. Aber das ist natürlich die Anfängerregel. Wenn du das schon 17.000 Mal gefühlt gemacht hast, dann macht das halt irgendwann auch keinen allzu großen Sinn mehr. Noch ein Tipp übrigens zum Feuer machen. Wenn ihr euch eine Feuerstelle extra anlegt im Wald, wenn ihr es auf der Rückegasse macht, das ist jetzt bei mir hier der Fall, dann braucht ihr keine Angst haben, dass ihr irgendwie den Boden schadet, weil der Boden hier ist sowieso schon so verdichtet, weil das halt eben eine Rückegasse ist. Hier fahren die großen schweren Dinger durch den Wald. Harvester, Forwarder. Also die großen schweren Forstmaschinen, da kann man also im Prinzip am Boden nichts mehr kaputt machen, indem man ein Feuer drauf macht. Das ist sicherlich eine der bodenschonendsten Varianten, ein Feuer zu machen. Und es gibt auch keine Wurzeln im Boden, die da großartig abbrennen könnten. Was ohnehin ganz mega unrealistisch ist. Also dieser Wurzelbrand, dazu habe ich auch noch mein eigenes Video gemacht. Das ist was, das ist in Deutschland fast 100%, also sagen wir mal zu 99,9% ausschließbar. Das mag wirklich nur in ganz, ganz seltenen Fällen, wenn überall noch totes Holz rumsteht oder ein toter Baum nebendran steht, dann kann das vielleicht mal vorkommen. Aber in so einem ganz normalen Waldbestand, das ist wirklich so unrealistisch. Es ist wahrscheinlicher, dass Donald Trump jetzt vorbeikommt und mich vom Feuermachen abhält. Naja, vielleicht doch nicht ganz, aber ja, irgendwie so. Gut, ich mache einen Schnitt und dann geht's weiter, wenn die Dose soweit ist. Mir ist gerade noch eingefallen, ich habe ja ganz vergessen zu sagen, ich habe es ja zwar neulich erst in einem anderen Video gezeigt, aber ich soll trotzdem vielleicht einfach der Vollständigkeit halber nochmal sagen, was das hier eigentlich ist. Das ist die Currywurst von Dosenbistro.
findet ihr auch im Internet, wahrscheinlich bei dosenbistro.de, soweit ich mich erinnere. Selber gekauft und ich krieg mal wieder nichts fürs Video. Ich habe noch nie für irgendein Video irgendwas bekommen übrigens. Und da ist drin Zutaten, Wursteinlage, Schweinefleisch 83%, Trinkwasser, Speisesalz, Curry, Gewürze, Sellerie, Senf. Moment. Gewürzextrakte, Dextrose, Glukosesirup, Stabilisator, Natriumcitrate, Diphosphate, Säureregulator, Natriumacetat und Schweinedarm. Und in der Soße Tomatenpüree, Wasser, Branntweinessig, Glukosesirup, Zucker, Salz, modifizierte Stärke, Mango, Verdickungsmittel, Guarkenmehl, was auch immer das ist, Xanthan und Johannesbrotkernmehl und Ingwer. Jawohl, das wollte ich nur noch schnell gesagt haben. Bisher bin ich mit allen Produkten von Dosenbistro, die ich probiert habe, super, super, super zufrieden. Sind sehr lecker und ja, mal gucken, was von dieser Currywurst zu halten ist. Jetzt genieße ich noch ein bisschen mein Feuer. Also ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich kann nämlich nicht auf der Kamera kontrollieren, ob ihr es sehen könnt, weil ich muss ja hier zur Wurst gucken. Ich habe mir jetzt schon ein ganz paar Wurstscheiben, also so sieht es aus, in meinen Becher getan, damit ich da ein bisschen drin rumstocheln kann, während die heiß wird. Und habe mir gedacht, ach, scheiß doch drauf, stell die Dose einfach ja, so wie sie ist, aufs Feuer. Ich mache da nebendran noch ein kleines bisschen Kleinholz drauf, dass das noch ein bisschen weiter eine Flamme gibt. Und dann ist meine Hoffnung, dass das dann irgendwie relativ schnell heiß werden müsste. Weil die Dosen sind ja im Wasserbad eigentlich recht einfach und auch recht schnell zu erhitzen. Und da so ein Feuerchen jetzt doch erheblich heißer ist als ein Wasserbad, ist halt meine stille und heimliche Hoffnung, dass das dann sehr schnell heiß werden wird. Oh ja, und da drin brodelt es auch schon teilweise. Ist natürlich noch nicht alles durchgeheizt, das ist klar. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber ein wenig unten in der Dose brodelt es schon. Ja, also so sieht jetzt die Konstellation aus. Was da so lustig vor sich hin brutzelt, sind größtenteils die Würstchen im Topf. Und das, was in der Dose ist, ist jetzt aber inzwischen auch schon eigentlich ziemlich gut warm. Ich will es nur noch ein bisschen heißer haben. Funktioniert tadellos. Gibt vielleicht noch schönere Lösungen, dass man sich zwei Steine hinstellt und da die Dose halt drauf und das Feuer zwischen den Steinen macht. Das wäre sicherlich auch ganz cool gegangen. Aber so funktioniert es auch wunderbar. Und ob man sich nur die Dose dreckig macht oder nicht, ist ja Wurst. Müsste der Kochprozess jetzt noch länger gehen, würde ich jetzt quasi die Dose dahin stellen, wo es brennt. Und auf der anderen Seite, da wo die Glut jetzt langsam ein bisschen kalter wird, ein zweites wieder das Feuer anmachen. Das wäre jetzt so das weitere Vorgehen. Aber das ist ja jetzt gar nicht notwendig, denn ich habe das Gefühl, ja, ich habe mir auch noch so was Brotartiges, was in der Küche noch zu finden war, mitgenommen. Ja, kann man essen, ausgezeichnet, schmeckt auch lecker. Die könnte für meinen Geschmack noch eine ganze Ecke schärfer sein, die Wurst, aber sonst. Vor allen Dingen schön der Wurstanteil. Also das ist viel Wurst und gar nicht so viel Soße. Ja, 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 ich bin überzeugt. Das bestellen wir nochmal. Okay, und dann soll es das auch gewesen sein. Mehr habe ich euch nicht zu sagen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Moment, nein, halt. So.
Nur immer noch nicht. Jetzt. Tschüss. Ach, verdammt. Das ist mit der Stirnlampe echt schwierig. Macht's gut.